Hallihallo. Unglaublich. Oh. Was für ein Eis. Wow. So eins hätte ich auch gerne. Wer ist das denn? Hey, hübsche, wie geht's dir? Oh yeah. Oh, sieht ja gut aus. Wow. Hey, geht's dir gut? Klasse. Das nehme ich mir vor. Hey, wie konntest du nur? Das gehört doch mir. Wow, jetzt kann ich auch was probieren. Cool. Du kannst mir nicht einfach mein Eis stehlen. Das schmeckt super. Wer hat das getan? Wieso klaut ihr mir alles? Na wartet, euch werde ich eine Lektion erteilen. Lass mal erfahren, was uns erwartet. Verstanden. Das war's? Nur ein Keks? Das ist zu wenig für uns drei. Okay. Ah, wir müssen diese Kärtchen ziehen. Oh Mann, Pech gehabt. Ah, wenn ich schnell genug bin? Nein, nein, nein. Okay. Jetzt ziehe ich mein Kärtchen. Oh yeah, ich kann was abbeißen. Das heißt wohl, dass ich den Keks lecken kann. Hätte schlimmer sein können. Wobei, Samantha, kann ich damit anfangen? Gerne. Du kannst den Keks ja eh nicht aufessen. Das nicht, aber ich kann die Füllung weglecken. Was? Du hast mir ja nichts übrig gelassen. Mach dir nichts draus. Du kriegst genug Sabber von mir. Hier, guten Appetit. Ich hoffe, es wird dir schmecken. Hey, wie furchtbar. Als hätte mein Hund den Keks geleckt. Hey, was hab ich damit zu tun? Dann lass mal weitermachen. Kann ich diesmal anfangen? Okay. Schauen wir mal. Oh je, das ist ein Kaktus. Hoffentlich ist der aus Schokolade oder so. Aua, nein, der piekst wie ein echter. Fürchterlich. Ich kann dir helfen. Hier, ich habe ein paar Pflaster. Danke, Jack. Du bist ein echter Gentleman. Dann ziehen wir unsere Kärtchen. Okay. Oh nein, bloß nicht das. Yeah, ich darf aussetzen. Ich muss das Ding lecken. Ich muss es beißen. Wie das? Oh Mann, Pech gehabt. Dann darfst du anfangen. Ich? Wieso ich? Du fängst an. Nein, du. Wie die Kleinkinder. Das gehört dir. Nein, dir. Das reicht. Spiel einfach Schere, Stein, Papier. Come on! Okay. Ah, gute Idee. Schere, Stein, Papier. Ha, ich hab gewonnen. Jack, du darfst als Erster anfangen. Zumindest ist das fair. Hahaha, das tut voll weh. Oh, du Armer. Das war nur ein Scherz. Die Zunge ist gar nicht echt. Was für ein blöder Scherz. Du sollst den Kaktus aber in Wahrheit lecken. Oh, genau. Ich probier mal. Ich werde nicht riskieren. Ich rasiere den Kaktus einfach. So piekst er nicht mehr. Hey, jetzt pass doch auf. Du triffst mich mit den Stacheln. So, jetzt kann ich das Ding ablecken. Amber, du kannst was abbeißen. Mal her, ich versuche es. Voll spannend. Hey, jetzt selbst ein rasierter Kaktus schmeckt eklig. Wie Teufel. Wieso geht das schon wieder in meine Richtung? Ups, sorry. Das war Amber. Was riecht hier so? Hey. Das kommt vom Teller. Lass mal nachschauen. Okay. Boah, davor hatte ich Angst. Es ist ein Fisch. Igitt, wie eklig.
Stinkefisch. Come on! Zeit, Kärtchen zu ziehen. Oh no! Oh Mann, ich muss ihn lecken. Hurra, ich darf aussetzen. Ah, was war das denn? Wie auch immer. Okay. Und ich muss ihn beißen. Bloß nicht das. Okay, ich kann anfangen. Das war schwieriger, als ich gedacht habe. Aber ich hab's geschafft. Fast. Ich bin schon dabei. P.U. Komm, lass dir helfen. Na also, geht doch schneller. Wirklich? Wie konntest du nur? Das wirst du mir büßen. Hier hast du deinen Fisch. Beiß was ab. Was hast du angerichtet? Ich war doch nicht bereit. Ich muss jetzt kotzen. Oh, das stinkt ja. Hey, you. Das war noch nicht alles. Die Hälfte wartet noch auf dich. Lass mich in Ruhe. Aua, das tut doch weh. Dann lass mal weitermachen. Los geht's. Wow, was für eine Megatorte. Da habe ich richtig Lust drauf. Wow. Nicht zu schnell. Zuerst die Kärtchen ziehen. Okay. Die sind auch schon bereit. Hurra, ich darf die Torte lecken. Und ich darf sie beißen. Ich darf gar nicht. Das ist voll unfair. Ich habe Lust auf Torte. Mensch, das ist voll lecker. Ich will mehr davon. Hände weg, die Torte gehört dir nicht. Seid ihr geizig? Ich hab selber nicht genug. Hey! Das reicht doch langsam. Ich will auch was abbekommen. Das war lecker. Hör auf, gib mir auch was ab. What? Was soll das? Oh, ich hab noch was auf der Nase. Du hattest recht, die Torte schmeckt klasse. Hey Samantha, gibst du mir was ab? Könnt ihr vergessen, das ist meine Torte, ist das klar? Na warte. Was hast du angerichtet? Jetzt kannst du was erleben. Das hättest du besser nicht getan. Hey! Das ging daneben. Hast du sie noch alle? Steht dir total. Ich frag mich, was da drin ist. Oh, das scheint nicht lecker zu sein. Voll eklig. Boah, nee. Nein, ich muss das Ding beißen. Ja, Glück gehabt. Und ich? Okay. Okay, ich werde mir einfach die Nase zuhalten. Das ist gar nicht so schwer. Und wenn ich dir die Wäscheklammer wegnehme? Nee, das ist ja voll ekelerregend. Gib mir die Klammer wieder. Jack, jetzt bist du dran. Nein. Okay. Ich kann das nicht essen. Das ist voll eklig. Du musst aber. Oh no. Wieso? Wieso ich? Oh no. Gross. Das ist ja gar nicht auszuhalten. Na, endlich frische Luft. Du sagst es. Freut euch nicht zu früh. Mir ist nicht gut. Oh nein, jetzt stinkt's schon wieder. Hilfe! Hey, ich will Hilfe! Ups, das wollte ich nicht. Come on! Lasst uns gemeinsam nachschauen. Yeah, es ist Hubba Bubba. Ja, jetzt müssen wir die Kärtchen ziehen. Was hab ich? What? Mann, ich darf nicht mitmachen. Okay. Ja! Ich darf den Kaugummi kauen. Wie cool. Lecker. Voll blöd bei einem Kaugummi.
sehr. Du kannst anfangen. Klasse. Ich hoffe, das wird schmecken. Den Moment werde ich genießen. Bingo! Hä? Say what? Ich will gleich alles. Das nicht. Lass mir was übrig. Oh Mann, jetzt ist der Kaugummi voller Samba. Das war lecker. Ich habe keine Lust mehr. Das geht gar nicht. Hey, schon wieder. Ich bin Erster, der beginnt. Eine ganze Reihe von verschiedenen Eissorten. Mein Traum wird wahr. Kate, jetzt bist du dran. Bei mir schwindelig. Na, was habe ich bekommen? Oh nein. Warum werde ich auf diese Weise bestraft? Ich will diese Chilischoten nicht. Die sind viel zu scharf. Awesome. Oh ja, mein Kuchen wird da viel leckerer sein. Wenn ich erstmal das Eis drauflege. Schau mal, wie bunt das aussieht. Awesome. Ich weiß sogar, wie ich die Torte noch schöner machen kann. Awesome. Ich brauche einfach auf der Spitze noch mehr Eis. Bingo. Den gesamten Eimer. Und wenn ich jetzt die Torte noch etwas höher machen könnte. Zum Beispiel mit noch einer Eiskugel. Wow. Awesome. Ist ja toll. Ah, du weißt ja noch gar nicht, wie lecker diese Torte sein wird. Gleich werde ich es dir ausführlich beschreiben. Das ist erstaunlich. Genauso lecker, wie ich dachte. Kate, willst du auch was probieren? Could you please? Natürlich, wenn du mir was gibst. Willst du was? Kriegst aber nicht. Denn das ist meine Torte. Du hast deine eigene. Carlos, probier was. Ich hoffe, dass ich von einem Bissen nicht gleich ein Feuer entfache. Ich wünsche mir Glück. Mein Mund brennt. Was für ein Albtraum. Von dieser schrecklichen Torte esse ich nichts mehr. Ach so? Dann werde ich wohl das Rad der Strafe rausnehmen. Mal sehen, was du bekommst. Awesome. Oh ja, yeah. Noch mehr Tabasco über deine Torte. Ich bespritze einfach mal deine Torte. Was hast du da getan? Ich hatte mal eine blaue Torte und jetzt ist sie ja ganz rot. Jetzt werde ich sicher verbrennen. Tom, wenn hier gleich was brennt, dann bist du daran schuld. Ich spüre meinen Mund nicht mehr. Du hast Dampf in den Ohren. What? Oh nein, ich hebe ab. Wo willst du hin? Wer wird die Kuchen essen? Diesmal müssen wir das Rad wohl selber aufhalten, oder? Okay. Ich mach's einfach mit geschlossenen Augen. Was zum Teufel ist das denn? Mayonnaise und Essigpulver? Ich wollte doch keinen Salat machen. Awesome. Mal sehen, was ich diesmal bekomme. Was Leckeres, oder? Nee, das ist voll unfair. Ich muss das Rad weiterdrehen. Nee, das ist jetzt unfair. Wenn du schummelst, muss ich das Strafrad wieder rausholen. Okay, wo sind meine Schokogeschenke? Ich liebe Nutella und Bueno. Und ich muss wohl die kalorienreicheste Torte auf der Welt zubereiten. Diese Mayonnaise ist so eklig. Gross, fett. Nutella hingegen ist einfach fantastisch. Ich könnte dich jeden Tag essen. Wie kriege ich jetzt die Mayo auf den Kuchen? Die ist so dick. What? Richtig fettig. Oh. Awesome. Ah, ich habe eine Idee. Nutella ist auch dickflüssig, deshalb muss ich sie auf besondere Weise angehen. Ich nehme mir Werkzeug und bringe die Nutella an der Torte an. Oh, das ist wohl die leckerste Torte, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Okay. Jetzt muss ich nur noch die Nutella ausrollen. Awesome! Sieht schon mal gut aus. Ich will auch was probieren. Oh oh. Ups, jetzt habe ich Schokolade im Gesicht. Das ist toll. Wenigstens kann ich etwas Leckeres probieren. Oh,
rauskommen. No. Na komm schon. Na endlich. Das sieht mega eklig aus. Bingo. Ja, stimmt noch was nicht. Vielleicht ist sie nicht flach genug. Awesome. Ich nehme mir so lange deinen Roller. Aha, ich habe herausgefunden, was los ist. Awesome. Ich muss die oberste Schicht etwas fester machen. Oh, really? Was ist das denn? Wo kommt die Mayo her? Kate, ich glaube, du steckst dahinter, oder? Du hast meine Torte ruiniert. Wieso hast du mir das Glas auf den Arm gestellt? Damit du mir nicht mehr in die Quere kommst. Hilf mir, das Ding abzunehmen. Oh, no! Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss nämlich meine Schokoriegel anbringen. Das ist ein anspruchsvoller Job. Perfekt. Wie soll ich die Gurken anordnen? Das ist eine große Herausforderung. Vor allem ohne Hände. Schau dir meinen Kuchen an. So richtig schön schokoladig. Ich will auch so einen. Kann ich vielleicht was von dir probieren? Ich gebe dir auch was von meinem ab. Von deinem? Nein, vielen Dank. Ich will mein Schokowunder probieren. Oh, wie lecker. Leute, ihr solltet alle mal so eine Torte probieren. Ich muss meine Torte auch probieren. Ich glaube, ich werde nicht begeistert sein. Ha, du hättest dein Gesicht sehen sollen. Dieser Kuchen ist schrecklich. Wie geht's? Was wird diesmal auf uns zukommen? Wow, Zuckerwatte. Super. Ich hoffe, ich krieg auch was Leckeres. What? Oh Mann, nur Kerzen. Hey! Das sind Kerzen, die du auch noch essen musst. Und ich werde dir dabei zuschauen, dich auslachen. Okay. Ich hingegen werde meine Zuckerwatte an der Torte anbringen. Aber zuerst mache ich mir daraus einen richtig guten Schnurrbart. Und nicht nur ein Schnurrbart. Ich mache mir ein Ziegenbart. Jetzt sehe ich aus wie ein echter Pirat. Zuckerwatte ist eine coole Sache. Voll köstlich und macht eine Menge Spaß. Ich bin einverstanden. Ich hab auch was von der Zuckerwatte probiert. Hoffentlich macht ihm das nichts aus. Köstlich. Lecker? Wie konntest du es wagen? Das ist meine Zuckerwatte. Du darfst sie nicht anfassen. Ich werde nämlich damit meinen Kuchen dekorieren. Jeder Millimeter Watte ist mir wichtig. Daraus kann ich richtig schöne Figuren machen. Ein Häschen und eine Ente. Die sehen richtig cool aus. Und jetzt wird es Zeit, dieses Wunder zu probieren. Sehr lecker. Genau das, was ich wollte. Kuchen mit Kerzen ist was Tolles. Aber wer isst die Kerzen schon? Man pustet sie einfach aus und das war's dann. Aber ich mag es, Kerzen auszupusten und sie anzuzünden. Jetzt will ich sie ausblasen. Hey Tom, was erlaubst du dir überhaupt? Findest du das lustig? Du hast den Alarm ausgelöst. Jetzt werden wir alle nass. Was habe ich angetan? Ich will das nicht. Blödes Wasser. Tom, alles nur wegen dir. Come on! Gut, dass ich wenigstens noch meine Torte essen kann. Oh nein, meine arme Torte. Meine arme Zuckerwatte. Awesome! Jetzt will ich auch was probieren. Okay, die Kerze gefällt mir nicht wirklich, aber die Torte ist lecker. Ich glaube, ich bin gerade dabei, endlose Schokolade zu kreieren. Eine, die niemals enden wird. Oh, ich glaube, hier fehlt noch etwas. Das ist doch der Schlüssel dazu. Nein, tu es nicht. Ach, komm schon. Ich weiß, was ich tue. Schau mal, da passiert doch was. Die Schokolade bewegt sich. Oh Mann, das war eine Schoko-Explosion. Du bist voller Schokolade. Du aber auch. Seltsam, mein iPhone ist braun geworden. Schau mal. Es hat sich in Schokolade verwandelt. Schmeckt gut. Echt jetzt? Lass mich auch mal was probieren. Tatsächlich, voll lecker. Wahnsinn, schau mal, das ist echtes Gold. Wow. Und ich habe das Gleiche.
Ich frage mich, wer von uns einen Schokoziegel bekommen hat. Hoffentlich habe ich ihn. Probier ihn doch. Ganz genau, ich habe die Schokolade. Ich brauche kein Gold. Vielleicht kann ich meinen Goldbarren ja auch essen. Na, schmeckt's dir? Nein, es hat mir die Zähne ausgeschlagen. Ach du meine Güte. Aber warte, ich habe einen Plan. Ich kann sie dir wieder einsetzen. Gib mir deine Zähne. Wobei, deine Zähne brauche ich nicht. Ich nehme einfach dein Gold. Oh, vielen Dank. Gern geschehen. Lass uns die Augen schließen und weitermachen. Come on! Das macht doch viel mehr Spaß. Oh nein, das ist ja eine Chilischote. Ich muss einfach unsere Teller vertauschen. Alex wird nichts bemerken. Oh yeah, ich habe eine Chilischote-Schokolade. Och Mist, und ich habe eine echte Chilischote. Tja, sowas kann nun mal passieren. Lass es dir schmecken. Nichts geht über eine Portion Schokolade. Muss ich jetzt wohl meine Chilischote probieren? Hey, die ist ja gar nicht scharf. Da ist Schokolade drin. Ich glaube, du hast was vertauscht. Schau mal rein. Oh nein, meine Chilischote war bloß mit Schokolade überdeckt. Das ist viel zu heiß. Ich weiß gar nicht, wie ich dir helfen soll. Hier hast du ein bisschen Wasser. Ah, das hat nicht wirklich geholfen. Warte. Endlich, jetzt geht's mir besser. Ich habe ein bisschen Milch gebracht. Nein! Das hätte wirklich nicht sein müssen, Alex. Wow, ein Poppet. Genau das Beste zum Stressabbau. Einverstanden. Aber warte mal, wieso spielen wir beide? Einer von uns hätte doch den Schokopoppet haben sollen. Ich bin es sicher nicht. Oh, schau mal. Ein Rätselknopf. Ich habe auch so einen. Lass mal draufdrücken. Oh, wie cool. Ich habe eine Schoko-Cola bekommen. Und die ist übrigens mit heißer Schokolade gefüllt. Ein Traum ist wahr geworden. Bingo. Ich habe eine Idee. Ich gebe einfach die Schokolade in mein Poppet. Friere das Poppet ein und kriege dadurch ein Schoko-Poppet. Ab in die Tiefkühltruhe. Fertig. Schau dir mein tolles Schoko-Poppet an. Hey, lass mich doch wenigstens ein bisschen probieren. Das schaffe ich nämlich ohne dich. Schau mal, wie lecker das ist. Boah, bist du gierig. Hey, wieso sitze ich da? Ich habe schließlich auch noch eine Cola. Die könnte ich auch einfach in mein Poppet gießen. Und einfrieren. Ja, und was hast du daraus bekommen? Das wirst du gleich sehen. Oh, das hat weh getan. Schau, was du angerichtet hast. Das wollte ich nicht. Ich hatte es bloß eilig. Schau mal, jetzt habe ich einen Coca-Cola-Lolli. Oh, lass mich mal probieren. Aber klar doch. Ach, Herr Jemine, bist du etwa kleben geblieben? Das sah ich nicht kommen. Nun, dann werde ich wohl den Rest deines Schokopoppets aufessen müssen. Gib her, alleine schaffst du das eh nicht. Ach komm schon, hat doch Spaß gemacht, oder? Ja, natürlich. Oh Mann, ein Kaktus. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe auch einen Kaktus. Sieht ganz schön stachlig aus. Aua, der piekst ja. Sei besser vorsichtig. Ich muss meinen Kaktus probieren. Oh, toll, die Nadeln kann ich ja essen. Wahnsinn, voll lecker. Das sind kleine Kekse. Ich habe so viele Keksstacheln. Die letzte Stachel nehme ich mir.
So, jetzt hat mein Kaktus keine Stacheln mehr. Jetzt kann ich was abbeißen. Schau dir deine Zähne an. Die sind mega braun geworden. Ist doch egal. Isst du deinen Kaktus. Meiner ist echt. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn angehen soll. Obwohl, ich habe einen Plan. Ich nehme mir einfach eine Rasiermaschine. Und rasiere die Stacheln ab. Hey, hör auf, das tut doch weh. Tut mir leid, ich habe dich nicht bemerkt. Jetzt ist mein Kaktus glatt. Und statt ihn zu beißen, versuche ich einfach Kaktussaft daraus zu bekommen. Das ist ja voll furchtbar. Lass mich auch mal einen Schluck nehmen. Aber gerne doch. Oh, mir wird schlecht. Ich muss gleich kotzen. Ich habe dir doch gesagt, dass das eklig ist. Das ist der schlimmste Saft, den ich je probiert habe. Oh, wow, ein neues iPhone. Du hast ein echtes iPhone, das heißt, meins ist aus Schokolade. Schau her, das ist das erste iPhone, das ich biegen kann. Und außerdem das leckerste iPhone, das ich je probiert habe. Denkst du, dein iPhone ist besser als meins? Ganz und gar nicht. Okay. Schau mal, mit meinem iPhone kann ich mir die ganzen Süßigkeiten, die ich möchte, bestellen. Hey, kann ich auch was probieren? Nein, auf jeden Fall nicht. Das ist schließlich mein Handy. Wobei, wenn du unbedingt möchtest, bitte sehr, das ist für dich. Danke dir. Oh nein, das ist eine Kakerlake, nein. Oh, wie ekelhaft. Was für ein Albtraum. Alex, sie sitzt auf deinem Kopf. Was? Nein. Das werde ich nicht zulassen. Mach, dass du wegkommst. Okay, das habe ich geschafft. Dann kann es weitergehen mit meinen Süßigkeiten. Wow, das ist eine Kamera. Eine richtige Kamera. Mach mal ein Foto von mir. Okay. Ha, du siehst sau komisch aus. Was für ein Gesicht. Okay. Kannst du auch ein Foto von mir machen? Aber gerne doch. Bingo. Oh, Baby. Oh yeah, das sieht toll aus. Wenn auch etwas witzig. Witzig? Zeig mal her. What? Wieso hast du das getan? Wow! Oh, und ich habe eine Schokoladenkamera. Ich frage mich, ob sie schmeckt. Hast du das gesehen? Sie hat meine Brille in Schokolade verwandelt. Fantastisch! Die will ich ja schnell essen. Hey, lass mir noch ein Stück übrig. Vergiss es. Dann will ich meine Schuhe eben in Schokolade verwandeln. Wow, hast du das gesehen? Jetzt will ich was abbeißen. Mega cool. Gib mir doch wenigstens ein bisschen ab. Bitte, bitte. Ich gebe dir dafür meine Kamera. Nein. Dann klaue ich deine Kamera. Wag es ja nicht. Ups, was ist denn hier passiert? Oh, Barbie ist jetzt auch aus Schokolade. Yeah, ich kann ihre Hand essen, ohne dass die mich zumeckert. Und es kann weitergehen. Das stinkt ja. Ich habe keine Lust auf Knoblauch. Ich habe die größte Portion von euch. Womit habe ich das bloß verdient? Fang du an, Ethan. Wieso? Wieso? Na, schmeckt's dir? Nee, das ist ja schlimmer, als ich dachte. Emma, jetzt bist du dran. Und wenn ich's einfach wegschmeiße? Denk nicht erstmal dran. Oh nein, gleich habe ich einen schlimmen Mundgeruch. Ah, ich hab's dir doch gesagt. Julia, jetzt bist du dran. Oh, mich hat jemand gerufen. Halt! Zuerst isst du deinen Knoblauch. Ist ja gut, ich mach ja schon. Ich kann's kaum erwarten. Ich muss das schaffen. Jetzt sei nicht so gemein.
ist doch voll witzig. Wieso muss ich das machen? Weißt du, wer hier noch fehlt? Ein Vampir. Ethan, hör auf mit dem Blödsinn. Ist noch ein bisschen übrig? Iss den Knoblauch, sonst fresse ich dich. Jetzt geh weg, lass mich in Ruhe. Oh, mir ist schlecht. Das war ein tödlicher Treffer. Gott sei Dank ist das endlich vorbei. Er soll nicht zurückkommen. Wir haben den Vampir besiegt. Okay, der Spaß geht weiter. Wir haben Pfannkuchen bekommen. Hier sieht hier eine Portion bunter als die andere aus. Ich bin am Verhungern, also fange ich auch gleich an. Und auf meinen Pfannkuchen kippe ich noch Sahne und M&Ms. Ist perfekt geworden. Lecker Schmecker. Emma, jetzt bist du dran. Ich will meine Pfannkuchen auch verbessern. Aber zuerst werde ich sie größer machen. Dafür habe ich mir dieses Nudelholz hier geholt. Und jetzt wird's Zeit für Schlagsahne. Ganz schön viel. Und da kommen noch Marshmallows und M&Ms drauf. Wow! Schaut euch diesen riesigen Pfannkuchen an. Der passt doch nicht in deinen Mund. Oh, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Das schaffe ich noch. Ich will meine Pfannkuchen auch platt machen. Gib mir mal das Nudelholz. Bitte sehr. Okay, es sollte klappen. Oh nein, sie fallen. Jetzt sind wir voller Pfannkuchen. Was hast du gemacht? Und jetzt gibt's Kaugummi. Ethan hat am meisten, Julia etwas weniger und Emma am wenigsten. Macht euch nichts draus. Das ist einfach meine Runde. Dann lasst uns mal anfangen. Ich liebe diesen Kaugummi, der ist so schön saftig und geschmackvoll. Du Angeber. Schließlich habe ich auch Kaugummi. Hey Julia, schau mal her. Okay. Wir können versuchen, Ethan zu hypnotisieren. Wirklich? Lass uns das probieren. Wir benutzen einfach die Packung hier. Hey, was willst du? Schau mal her. Geschafft, jetzt fesseln wir ihn und nehmen ihm den Kaugummi weg. Hey, was soll das? Gib das wieder her, das ist voll unfair. Blöde Jan. Hey, ihr Diebinnen. Hör auf zu schreien. Warte, hier hast du ein Kaugummi von mir. Super. 1, 2, 3 und es geht weiter mit Zitronen. Ich weiß, die mag niemand, aber da führt kein Weg daran vorbei. Julia, fang du an. Okay. Wie eklig. Wie geht? Jetzt bist du dran, Ethan. Okay. Oh Mann, das ist viel zu sauer. Da kommen mir die Tränen. Emma, mach du weiter. Das schaffe ich. Ich kann das ertragen. Wobei, nein, das ist viel zu eklig. Und wenn wir uns daraus Saft pressen? Ich habe hier so einen Zapfhahn. Ethan, gib mir mal ein Glas. Bitte sehr. Es funktioniert. Oh, ein Glas wird nicht reichen. Wir brauchen mehr. Ah, zwei Gläser werden auch nicht reichen. Ich habe noch so ein Riesenglas hier. Da haben wir auch keinen Platz mehr. Passt auf, verschüttet nichts. Hier hast du noch einen Teller. Das hilft auch nicht. Wir brauchen mehr Geschirr. Mann, das sieht voll lustig aus. Wie geht? Ethan, zauber uns was her.
Hot Dogs. Was sagt ihr dazu? Einen für Emma, ein paar mehr für Julia und am meisten hat Ethan. Ich gebe noch Ketchup und Senf drauf. Ich will auch was. Warte, ich fange zuerst an. Das ist mega lecker. Sieht appetitlich aus. Ethan, jetzt kommst du dran. Ich bin mir sicher, das wird lecker. Kann ich was von den Soßen haben? Bitte sehr. Voll cool. Ich weiß gar nicht, wie ich die alle auf einmal halten soll. Ich krieg gar nicht genug davon. Jetzt bin ich dran. Und wenn ich... Ja, ich habe eine Idee. Was machst du denn? Ich will Ethan einen Streich spielen. Mal sehen, was er zu dem Hotdog hier sagen wird. Oh, noch ein Hotdog. Vielen Dank. Lecker Schmecker. Aua, das hat wehgetan. Mann, urkomisch. Und zu guter Letzt gibt es noch Kaugummi. Was hätte besser sein können? Natürlich nichts. Mal wieder klitzekleine Portion, mittlere Portion und riesige Portion. Oh Mann, ich hätte gerne mehr gehabt. Oh Mann, schau dir die Portion an. Weg mit dem Verpackungspapier. Ihr könnt mich gerne beneiden. So viel Kaugummi. So schön saftig. Ja, hör auf zu prahlen. Ich habe auch nicht viel weniger. Und ich finde den Kaugummi auch voll toll. Ich hätte aber gerne mehr. Schaut mal, ich habe mir was hergezaubert. Schon mal so einen großen Kaugummi gesehen? Wow, das ist ja echt eine Zauberei. Jetzt habe ich auch eine Menge Kaugummis. Es wird Zeit für ein paar Kaugummiblasen. Haltet mich fest, ich flieg weg. Wow, ich will aber auch fliegen. Oh, es klappt auch schon. Julia, ich komme. Hey, Emma, schau mal, sie fliegt, du fliegst auch weg. Wo wollt ihr hin? Spannend. Wieso habt ihr alle so viele Süßigkeiten und ich habe nur einen Schokoriegel? Menno, ich hoffe, das wird wenigstens schmecken. Hey, jetzt pass doch auf, wo du deinen Müll hinschmeißt. Oder was wirst du tun? Hör auf zu jammern wie ein Mädchen. Und überhaupt, ich habe herausgefunden, wie ich meinen Schokoriegel in mehrere kleine Teile zerlege. Diese Säge wird mir helfen. Na, warte. Hey, lass uns doch in Ruhe. Aber natürlich doch. Ich benutze die Säge nur für meinen Schokoriegel. Wir sind aber voller Schokolade wegen dir. Sorry, das wollte ich nicht. Das war ein blöder Nebeneffekt. Wie auch immer. Jetzt probiere ich meine leckeren Schokostücke. Oh, lecker. Twix ist wirklich ein richtig toller Schokoriegel. Okay, jetzt bin also ich dran. Aber zuerst muss ich das Papier loswerden. Und jetzt kann ich die Dinger essen. Wow, hast du einen Appetit. Schmecken die Dinger wirklich so gut? Natürlich. Und wisst ihr, was perfekt zur Schokolade passt? Milch natürlich. Aua, wieso werft ihr alles in meine Richtung? Stellt euch vor, wie lecker diese Kombination sein wird. Schokolade mit Schokomilch. So viel Schokolade. Wobei, man kann nicht genug Schokolade haben. Hey, was schaut ihr mich so an? John, du kannst langsam anfangen zu essen. Ah, mir ist gerade was Tolles eingefallen. Ich muss aus diesen Schokoriegeln hier einen Schokoturm bauen. Und die Nutella wird mir dabei helfen. Die benutze ich nämlich als Bindeelement.
John, du bist ja ein echter Baumeister. Jeder Mann weiß, wie man einen Turm baut. Vor allem, wenn es um Schokotürme geht. Und jedes Mädchen weiß, wie man einen Schokoturm, den John gebaut hat, kaputt machen kann, nicht wahr? Du sagst es. Lass uns anfangen. Hey, was macht ihr da? Wieso wackelt mein Turm? John, tut uns leid. Aber die Schokolade war so lecker. Ist schon gut, mein Helm hat mich gerettet. Wahnsinn, so viele Chips. Hä? Und wieso habe ich nur dieses klitzekleine Stückchen hier? Ich kann das ja wirklich nur mit einer Lupe sehen. Das Exemplar sieht wirklich sehr appetitlich aus. Ich glaube, es wird auch schmecken. Auch wenn es nur so klein ist. Du bist dran, John. Na endlich. Ich war gerade dabei, richtig hungrig zu werden. Wer schließt denn die Chips so? Die kann man ja gar nicht öffnen. Da werde ich wohl eine Säge gebrauchen. Na also, jetzt klappt's doch auch. Ich zeig euch, wie man Chips isst. Wunderbar. Das schmeckt richtig gut. Aua! Ja, diese Chips haben ihn wortwörtlich vom Hocker gehaut. Jetzt kann ich meine probieren. Aua! Hey, das reicht aber. Mein Kopf tut weh. Ich kann da nichts machen. Diese Chips sind einfach viel zu lecker. Mein Helm kann mich retten. Ich weiß, wie wir ihr eine Lektion erteilen können. Wir müssen ihren Turm einstürzen lassen. Oh, das war voll lecker. Oh, Emma, du hast ja ganz schön Pech gehabt. Ja, vielen Dank, das sehe ich selber. Ohne dich hätte ich das ja nicht verstanden. Aber noch ist nichts verloren. Selbst das kleinste Bonbon kann man groß zoomen. Seht ihr? Wow, ich wusste gar nicht, dass sowas möglich ist. Natürlich ist das möglich. Und außerdem schmeckt das richtig lecker. John, jetzt bist du aber dran. Thank you. Okay, ich werde meine Bonbons alle auf einmal aufessen. Seid ihr bereit? Die gingen alle vorbei. Sowas muss gekonnt werden. Gott sei Dank gibt es hier noch Bonbons. Hey, Pfoten weg, das sind meine Skittles. Die gehören nur mir. Nope. No. Aber ich kann mich nicht entscheiden, mit welcher Farbe ich anfangen soll. Ich werde einfach einen losziehen. Welche Farbe kommt zuerst? Die grünen. Und jetzt esse ich einfach alles zusammen. Wow, was für eine tolle Lotterie. Und was erwartet mich? Wow, ein riesengroßes Skittle-Bonbons. Unglaublich. Das ist ja eine magische Lotterie. Ich will auch spielen. John, Schätzchen, gib mir auch ein paar Bonbons. Could you please? Ja, okay. Schließlich bin ich ja nicht gierig oder so. Schon wieder haben alle Glück gehabt, außer mir. Was soll ich denn mit einem Auge anfangen? John, worüber lachst du? Über das Auge vielleicht? Es wird trotzdem lecker sein.
Oh, komm. Ah, Emma, wenn ich dich so anschaue, kriege ich eine Idee für einen Prank. Ein herausgerissenes Auge wird niemanden gleichgültig lassen. Alright. Ah, Emma, schau mal. Ich habe mein Auge rausgerissen. Oh mein Gott. Schaff das sofort weg. Oh je. Hilfe. Emma, wegen dir werde ich fast erstickt. Oh, ich mag diesen Film. Und mein Nesquik. Wo kommt das Auge her? Thank you. Come on! Nach solchen schlimmen Pranks habe ich so richtig Appetit bekommen. Einverstanden. Ich will auch was essen. John, worauf wartest du noch? Gib mir auch was. Nee. Die Dinger gehören mir alleine. Aber wartet, ich habe eine Idee. Ich werde die Stück für Stück ganz alleine aufessen. Hey, wieso teilst du nicht mit mir? Wir sind doch Freunde. Mädels, streitet euch nicht. Niemand von euch wird was kriegen. Oh Mann, das ist doch voll unfair. Was ist denn hier los? Ich sehe viel zu gut. Mist! Schaut mal, er hat ganz viele Augen bekommen. Wie viele Kaugummi-Augen. Du hast viele davon und ich habe nur ein Kaugummi-Auge. Und das ist überhaupt nicht lustig. Ich habe gesagt, nicht lustig. Nimm das. Es ist zwar nur ein Auge, aber es ist trotzdem sehr köstlich. Ich glaube, Mila war verärgert. Ich denke, sie wird sich über meinen Streich amüsieren. Ich hoffe, sie findet ihn nicht zu grausam. Aber ich finde ihn unglaublich lustig. Mila, schau mal, was ich getan habe. Es tut so weh. Das Auge, es ist weg. Was? Wie schrecklich! Nimm es weg von mir! Was macht ihr da? Ich kann so ersticken. Mila, du hast Julie leiden lassen. Sie kann nicht atmen. Das ist so köstlich. Aber woher kommt das Auge? Das ist ekelhaft. Nach einem verrückten Streich ist ein leckeres Kaugummi genau das, was ich brauche. Okay. Ich stimme zu. Ich möchte meine Leckereien auch verschlingen. Schaut, wie groß meine Augen sind. Alex, worauf wartest du noch? Ich esse deine Augen selbst dann. Was nun? Ich kann mit meinen eigenen Stapel an Leckereien umgehen. Teilst du mit mir? Mit mir dann auch. Wir sind doch Freunde. Mädchen, versuch es gar nicht erst. Ich gebe sowieso niemandem von euch etwas. Was ist hier los? Ich kann zu gut sehen. Ah, der glückzügige Alex. Warum haben alle so viele Leckereien und ich habe nur einen Kick-Schokoriegel? Ich hoffe, er schmeckt wenigstens richtig gut. Ich bin kein Mülleimer, den man auf mich Müll werfen darf. Worüber jämmerst du? Du verhältst dich wie ein kleines Mädchen. Ich habe eine Idee. Ich brauche eine Säge. Ich hoffe, Alex weint nicht wieder. Nimm das, Flix. Aber verletze uns nicht mit deiner Säge. Ich brauche ich nicht. Diese Säge ist nur für den Schokoriegel. Fertig. Das schmeckt super. Das ist der leckerste Twix in meinem Leben. Jetzt bin ich dran mit Schokolade.
Aber zuerst muss ich die Verpackungen loswerden. Oh! Jetzt kann ich essen. Es schmeckt gut, sehr gut. Aber es fehlt etwas. Weißt du, was perfekt zur Schokolade passt? Milch. Oh. Aua, warum fliegt mir alles um die Ohren? Das ist unglaublich lecker. Schokoladenmilch, Twix. Ein wahres Schokoladenparadies. Ich will nicht, dass mir die Schokolade ausgeht. Was schaut ihr euch an? Alex, du kannst auch schon anfangen zu essen. Okay. Mir ist gerade eine tolle Idee eingefallen. Einfach nur Schokoriegel sind köstlich, aber langweilig. Es ist cooler, einen riesigen Turm aus ihnen zu bauen. Nutella wäre ein tolles Bindeelement. Wow, Alex, wir wussten nicht, dass du so einen schönen Turm bauen kannst. Natürlich kann ich. Ich kann mehr als das. Ich hoffe, dass dieser Turm eine Art Rekord aufstellt. Ich möchte wirklich, dass alle darüber wissen. Oh. Aber es ist so lecker. Wir sollen sie einfach essen. Was macht ihr da? Warum wackelt der Turm? Ihr macht ihn so kaputt. Ah. Oh. Alex, tut uns leid. Die Schokoriegel sind einfach sehr köstlich. Alles ist okay, der Hen hat mich gerettet. Wow, hier ist ein ganzer Berg von Chips. Und alles ist meins. Ja, nun, du hast eine Menge Chips, aber ich habe einen sehr kleinen Chipchen. Ich kann es nicht einmal richtig sehen. Das kann man nur mit einer Lupe machen. Die Probe sieht sehr appetitlich aus. Ich glaube, ich habe ein sehr schmackhaftes Exemplar bekommen. Wir müssen das empirisch testen. Es war köstlich und auch sehr, sehr wenig. Alex, du bist dran. Endlich. Ich war gerade dabei, sehr hungrig zu werden. Wer verschließt Chips so? So kann niemand sie einmal öffnen. Ohne ein wenig zusätzliche Hilfe kann man das nicht schaffen. Jetzt ist es in Ordnung. Ich zeige euch eine Meisterklasse und ihr lernt, wie man Chips isst. Hopp, fertig. Sehr lecker. Ja, die Chips sind atemberaubend. Jetzt bin ich endlich an der Reihe, diese Leckerei zu essen. Hey, Vorsicht! Das tut weh. Entschuldigung, ich kann nicht aufhören. Die Chips schmecken zu gut. Kannst du aufhören? Ich habe schon genug Kopfschmerzen. Und mich rettet mein Helm. Ich kann die Schläge kaum spüren. Aber ich weiß, wie wir ihr eine Lektion erteilen können. Alles, was wir tun müssen, ist dieses Chipschloss mit einer Maschine zu entfernen. Es ist köstlich, aber wirklich schwer. Oh nein, nicht Brokkoli. Was für ein seltsames Samenkorn habe ich bekommen. Es schmeckt einfach eklig. Aber ich glaube, ich weiß, was ich damit machen kann. Wenn ich einen Samen pflanze und mich um ihn kümmere, wird etwas Leckeres daraus. Du pflanzt und wir leiden deswegen. Hör auf zu jammern. Ich bin fast fertig. Come on! Wie lange muss ich warten, bis er wächst? Und worauf wartet ihr noch? Ihr habt sicher Zeit, sich mit euren Brokkoli zu beschäftigen. Allein von ihrem Anblick wird mir schlecht. Igitt. Es ist wie eine Katze in meinem Mund war. Es stinkt. Ich brauche etwas zu trinken. Bleib stehen. Ich brauche etwas Wasser, um den Samen zu gießen.
What? Leute, hier passiert etwas. Es zittert. Ich hoffe, es ist nicht gefährlich. Juli hat ihren eigenen Brokkoli angebaut. Ja, das ist eine ganz schöne Ernte. Jetzt musst du ihn essen. Ich habe mir selbst das gemacht. Wie war es? Schmeckt es gut? Nein, das ist eklig. Gross. Ich höre auf zu lachen. Mila, jetzt bist du dran. Ich will nicht einen ganzen Haufen Brokkoli essen. Vielleicht kann ich es loswerden. Schau, das ist Mickey Maus. Wo? Wie naiv ihr seid. Jetzt soll ich den ganzen Brokkoli loswerden. Stopp! Du denkst, du bist die Klugste? Nein, bist du nicht. Ich werde alle Brokkoli-Stücke für dich fangen. Ich habe alles gegessen. Und das, was du losgeworfen hast. Ich habe gedacht, wir waren Freunde. Freunde betrügen sich nie gegenseitig. Also, guten Appetit.